genauso hat sich wahrscheinlich die letzten 2 Wochen angehört am Montag auf Nose Rosie. Ich habe nicht gepostet, es tut mir wahnsinnig leid und jetzt ist es auch wieder sau spät geworden. Heute ist es nur so spät geworden, weil meine Kamera nicht laden wollte. Und ich hoffe, der Akku reicht jetzt wenigstens ein bisschen. Ausreichend. Und die letzten 2 Wochen habe ich nicht geladen, weil ich im Urlaub war. Und ich dachte, dort Internet zu haben. Hatte ich dann aber nicht. Dort gab es Kühe, ja, aber kein Internet. Ja, aber schön war es im Urlaub. Ich war mit meiner Freundin dort und war super cool. Davon berichte ich vielleicht mal wann anders, wenn ich genügend Akku habe. Heute ist themenfrei. Und ja, da habe ich mir gedacht, was mache ich denn für ein, was rede ich denn? Ich hatte keine Ahnung. Da hat es sich ungefähr so angehört, wie es gerade am Anfang von mir sich angehört hat. Ja, genau so. Und deswegen habe ich mir dann überlegt, ja, was ist denn so zur Zeit so? Ja. Und habe ich mir gedacht, tja, rede ich doch mal von also großen Änderungen in einer Beziehung. Bei mir zum Beispiel ist es gerade so, dass ich von einer Fernbeziehung in eine normale Beziehung springe. Nein, ich habe mich nicht getrennt von meiner Fernbeziehungsfreundin. Nein, ich ziehe jetzt zu ihr und ich glaube, das wird schon anders. Also man sitzt jeden Tag, was ich gut finde. Man kann sich also immer sehen, man kann immer sich unterhalten. Man ist halt eben nicht mehr diese krasse Distanz gewohnt. Die Person ist viel mehr in deinem Leben drinnen, was natürlich aber auch viel mehr Konflikte jetzt dazu holt, also im Alltag einfach. Die Frage ist, streitet man sich jetzt mehr, streitet man sich jetzt weniger? Heißt es jetzt, man vermisst einen auch weniger, weil man ja einen jeden Tag sieht? Braucht man Verschnaufspausen von jemandem? Nein, so wird es hoffentlich nicht sein. Ja, man hat ja meistens so eine räumliche Trennung. Also wir leben jetzt zum Beispiel nicht in einer Wohnung. Aber ich denke, das wird schon eine Änderung sein zwischen Fernbeziehung und Dings. Und wenn ihr da Tipps habt, wenn ihr da vielleicht aus eigener Erfahrung sprechen könnt, würde ich mich freuen über Kommentare, Nachrichten, alles Mögliche. Also haut in die Tasten, Mädels. Ja. Was kann ich noch sagen? Zum Beispiel, weil ich jetzt nach München ziehe und ihr kennt euch bestimmt viel mehr aus als ich. Ich bin ja noch ganz neu in dieser ganzen Sache. Kennt ihr euch aus bei der Lesbenszene? Weil ich habe mal im Internet recherchiert, weil ich eigentlich davon berichten wollte. Heute wird es ein bisschen kunterbunt. Ich rede einfach drauf los und ich hoffe, es ist interessant genug. Ich habe im Internet recherchiert und es heißt, die Münchner Szene ist ausgestorben. Und dann habe ich von dem einen Club gehört, der heißt Amazonas. Und da war einmal meine Freundin, glaube ich, drin oder zweimal. Und ja, also ich höre immer von der Münchner Szene, pass dabei auf, gib acht, die sind da alle ganz schön dirty. Ja, anscheinend, was ich gehört habe, ist eben, dass das eher so Mädels sind. Also, keine Ahnung, stimmt es, dass die alle untereinander, miteinander, alle zusammen, schnicki schnacki? Oder irre ich mich? Habe ich da falsche Sachen gehört? Ja, weil wenn das so ist, dann ist es, glaube ich, nichts für mich. Und wenn nicht, dann würde ich mich freuen. Also ich bin jetzt auch am 9. August, nee, was haben wir jetzt? September haben wir? Nee, August. Nee, also am 9. September. Ja, genau, am 9. September ist dort eine Party und da bin ich am Start. Vielleicht sogar in Lederhosen. Also in bayerischen Lederhosen, nicht in Lederhosen wie in manchen Filmchen. Und da schaue ich mich dann um und höre mal so rum, wie das dort ist. Und erlebe dann, ich muss es ehrlich sagen, mit meinen frischen, schon, keine Ahnung, 19 Jahren, meine erste Party nur mit Lesben. Und ich denke, also ich bin schon aufgeregt und gespannt. Und auf jeden Fall werde ich davon berichten. Und ich werde mich da jetzt auch ein bisschen umschauen. Gehe da so in die bekannten Eckchen Münchens, um mir da das mal anzuschauen, die ganze Szene dort. Ja, also wenn ihr Tipps habt, sagt mir, schreibt mir, erzählt, wo man hingehen sollte, was man machen sollte, wo man nicht hingehen sollte und wie das dort überhaupt ist. Nämlich eine Szene. Ich weiß es nicht, haben die Zuschauer aus München
Ich weiß nicht, ich habe immer gehört, Berlin und Hamburg und alles andere, aber ich habe noch nie gehört, dass da jemand aus München ist. Also gelesen. Hey, ich komme aus München und ich schaue eure Videos. Nicht gemerkt, nicht gelesen. Würde mich freuen. Und vielleicht sieht man sich ja auch, man weiß es ja nicht. Ja. Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Es tut mir echt leid, ich bin ein bisschen von der Rolle, weil ich übermorgen umziehe. Weiß ich nicht, ob man das. Das sieht wenig aus, ja. Ich zeige euch jetzt mal kurz mein Zimmer. Wirklich, mein Zimmer ist normalerweise immer picobello aufgeräumt. Ja, ich bin da ja so ein Ordnungsfanatiker. Ja, auch wenn man es nicht denkt, aber. Ich jetzt mal jetzt meine Jogginghose sehen. Aber es ist echt unordentlich in meinem Zimmer. Ich finde es ja richtig, richtig schlimm. Da ist meine neue Pfanne, die ist so cool. Okay, der Karton ist leer. Mein Bett ist mehr oder weniger gemacht, aber nicht wirklich. Und ja, ist echt schlimm. Ich finde es ganz schrecklich. Ja. Ich brauche diese Lampe von der Kamera, ist so blöd. Ja, ich hoffe, das Video ist einigermaßen. Man versteht irgendwas, was ich sage. Wie gesagt, ich bin von der Rolle. Ich bin ein bisschen. Es hat mich jetzt voll aufgeregt mit meiner Kamera, dass das überhaupt nicht geklappt hat. Ich sitze ungefähr 3 Stunden da dran und denke, jetzt müsste doch die Kamera aufgeladen sein. Jetzt müsste doch was gehen. Dann versuche ich nur ein Video zu machen und dann. Ding, 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 ding. Niedriger Batterie-Dings. Hat mich aufgeregt. Ja, und deswegen hat sich das jetzt so gezogen. Ich hoffe, die filmt jetzt noch. Ja, die filmt noch. Ja. Und das mit dem Umzug ist ein bisschen stressig. Und deswegen entschuldige ich mich nochmal für das von der Rolle sein, zu spät Videos machen und einfach keine Videos gemacht zu haben. Weil es auch echt coole Themen waren, muss ich ehrlich sagen. Deswegen sage ich auch mal top an die anderen Rosi-Rosis. Die haben echt schöne Videos gemacht, interessante Videos. Informativ. Informativer als die Videos, die ich letzte Woche gepostet habe. Ja. Ja, also wie gesagt, schreibt ganz fleißig, was ihr von der Münchner Szene hält. Ob ihr schon dort wart, ob ihr vielleicht auch schon auf so einer Amazonas-Party wart. Dann würde ich mich über Erfahrungsberichte sehr freuen. Dann noch Tipps, Tricks, Trick und Track zu Veränderungen von Fernbeziehungen zu einer normalen Beziehung. Was sagt ihr denn dazu? Was haltet ihr davon? Gibt es da Probleme? Bestimmt. Aber sind es nicht auch viele Lichtblicke, die man da erblicken kann? Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch echt aktiv da was macht. Vielleicht aktiver als ich jetzt. Und ja, das war's schon von mir von heute. Einen schönen Abend noch, eine schöne Nacht, gute Nacht, schlaf gut. Einen schönen Start in die neue Woche. Und mein letztes Video aus Franken. Ja. Tschüssi.